Das Niederländische Marinemuseum in Den Helder ist der Geschichte der königlichen niederländischen Marine gewidmet. Das Marinemuseum befindet sich in der ehemaligen Marinewerft Willemsort auf einem Gelände der königlichen Marine. Einige der Gebäude werden auch heute noch von der Marine genutzt. Das Museum bietet dem Besucher einen Streifzug durch die Geschichte der Marine. Die sechs Räume von Het Torentje, der Turm, erzählen die Geschichte der niederländischen Marine. Neben dem Hauptgebäude liegt die Tonijn, Thunfisch, das einzige U-Boot des Landes, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Außerdem bieten etliche Museumsschiffe und verschiedene Ausstellungen einen detaillierten Einblick in berühmte historische Seeschlachten.